Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das aktuelle Unboxing, das Unboxing der aktuellen Barbara Box. Die befindet sich hier und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, vorab ein sprechen kann ich. Vorab ein paar Fakten zu der wundervollen Box, die echt im schönen Orange daherkommt. Sehr, sehr passend für Herbst übrigens, ne? Die Barbara Box erscheint alle 2 Monate, beinhaltet 8 bis 10 Produkte aus den Bereichen Beauty, Food und Lifestyle und sie kostet zwischen ungefähr 25 bis 30 Euro pro Box. Das heißt, pro Monat hast du dann ungefähr 12,50 Euro bis 15 Euro, wenn man sich das so runterrechnet, und damit liegt sie halt genau gleich auf wie viele, viele andere Boxen auch, die du hier auf diesem Kanal siehst. Ich bekomme sie in der Kooperation zugeschickt. Vielen, vielen Dank an das liebe Barbara Box Team an dieser Stelle nochmal. Und deswegen darf ich auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, findest du unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und während wir versuchen, meine Sprache wiederzufinden, schauen wir uns einfach mal den Flyer an. Der wird mir nämlich immer mit beigelegt, damit ich so einen kleinen Einstieg habe, weil in dem Barbara Heft, wo drin steht, was drin ist, was in der Box drin ist, sind halt auch ein paar Spoiler immer versteckt. Und das ist dann, ne, ich möchte ja nicht spoilern, deswegen finde ich diese Kärtchen immer total super. So, liebe Claudia, das bin ich. Die neue Ausgabe der Barbara Box steht ganz unter dem Motto herrlich herbstlich. Neben langen Waldspaziergängen, einem heißen Kakao und Kuschelsocken laden auch die Produkte der Box zum Entspannen ein. Viel Spaß beim Ausprobieren. XOXO, Laura vom Barbara Box Team. Ja, also herbstlich fängt es schon mal an durch dieses Orange, ne? Muss ich wirklich sagen, für mich so Orange, Braun, Moosgrün, das sind für mich so die Farben, die Herbst schreien. Waldspaziergänge, ja, da freut Sammy sich ganz besonders. Der steht nämlich hier vorne gerade hinter euch, also im Prinzip der unter euch, und versucht jetzt gerade mal wieder um den Tisch herumzulaufen, was er nicht schaffen wird. Aber irgendwann kommt er hier wahrscheinlich nochmal rum. Auf jeden Fall, ich kann immer noch nicht sprechen. Wir suchen weiter nach meiner Stimme, Sprache. Waldspaziergänge sind schon was ganz, ganz Wichtiges. Und vor allem im Herbst finde ich das auch wirklich toll, wenn man so diese ganze bunte Vielfalt hat an den Bäumen. Also man hat jetzt nicht, da ist er, man hat jetzt nicht irgendwie Blumen oder so, die blühen, sondern es sind die Wälder an sich, die ja diese Farbvielfalt geben. Und oh mein Gott, Mausi! Ja, Entschuldigung. Ja, wir haben dann noch unter der Box etwas drin gehabt. Und zwar zum einen haben wir immer so ein Gutscheinheftchen dabei. Da sind dann verschiedene Rabattcodes drin, ne? Von verschiedenen Shops, die dann in dem Monat einfach ausgesucht worden sind. Weitere Rabattgutscheine zu den einzelnen Produkten oder zu den, zu den Marken in der Box sind in der Box. Ich rede schon ganz schön lange, Leute. Der Vorspann wird heute mal wieder etwas länger. Und wir haben immer dabei für 4,50 Euro das Barbara Box oder das Barbara Magazin. Denn da kommt es ja her, ne? Das ist ja von der Barbara Schöneberger inspiriert, die ganze Boxengeschichte. Und hier sind einfach Artikel drin, die einfach für etwas ältere Frauen, also nicht ältere Frauen, sondern für Frauen im besten Alter sind, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Wenn alles schläft, hallo, noch jemand wach, aufgeweckte Geschichten aus der Tiefe der Nacht, Abschminken mit Jan Delay, Einwirkessen, kenne ich nicht, Schlafzimmer, Gespenster. Hört sich alles sehr interessant an. Von heute auf morgen 7 umwerfende Erkenntnisse. Munter runter, West auf Partykeller. Ich habe einen Partykeller. Wer hat noch einen Partykeller? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Wir haben nämlich genau unter diesem Raum hier drunter und noch unter vielen anderen Räumen einen riesengroßen Partykeller. Das Haus haben wir ja gekauft, gebraucht gekauft tatsächlich. Und ja, dieser Partykeller ist echt mega geil. Noch keine einzige Party drin gefeiert. Traurig, oder? Genau. So, auf jeden Fall ist hier die Barbara Box. Und die ist super schwer. Wir haben hier nämlich sehr oft, ich glaube auch fast ausschließlich Full-Size drin, ne? Also hier sind nicht so Mini-Größen oder so vertreten. Die Box ist halt riesengroß. Und dadurch, dass halt diese Produktvielfalt gegeben ist, ne, geht die Party hier ziemlich ab immer. Und ja, Seidenschleife verschließt das Ganze. Bevor ich den Klebi öffne, rieche ich aber kurz an der Box. Ich bekomme jetzt aber so keinen Duft raus. Und dann öffnen wir einmal das Klebi, den Klebi, der das Seidenpapier zusammenhält. Und so haben wir hier dann den ersten Blick in die Box. Ich nehme mal das Heftchen, wo drauf steht, nein, wo drin steht, was drin ist, kurze Seite. Und ja, das sieht schon mal sehr angenehm hier drin aus, ne, Sammy?
sehr, sehr angenehm. Okay, das ist genau das, was ich meinte, ne? Herrlich herbstlich. Also genau dieses Cover von dem Heft spiegelt das wieder, was ich eben sagen wollte. Also du hast halt diese bunte Geschichte in der Natur, was ich einfach liebe. So, wir fangen mal einfach mit einem Produkt hier an, und zwar von Mr. und Mrs. Skin Water Drop Hand Cream Aqua Fresh Everyday Nourishing and Non-Greasy Hand Cream. 50 ml sind hier enthalten. Die Marke sagt mir persönlich jetzt so erstmal gar nichts, aber du hast halt manchmal auch in diesen Beautyboxen Produkte mit dabei, die du einfach nicht kennst. Oder Marken vor allem. Handcreme kennt man ja, aber Marken halt, ne? Die man nicht so unbedingt ad hoc kennt. Und ja, finde ich ganz cool. Also, ne, muss ich wirklich sagen. Handcreme passt auf jeden Fall zum Herbst, denn man macht jetzt noch so den Garten winterfest, damit alles auch irgendwie den Winter übersteht. Und die Natur ist jetzt auch ein bisschen rauer, auch zu unseren Händen, zu unserer Haut. Deswegen ist es auf jeden Fall eine praktische Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, wonach das duften soll. Ich lasse die aber auch erstmal zu, weil ich habe noch genug andere Handcremes auf und rieche hier auch leider nichts durch. Aber ich stelle die mal eben nach hinten, weil ihr habt mir gesagt, ihr mögt es gerne, wenn die Sachen dann nachher hinter mir stehen und ihr sehen könnt, was da nochmal drin war. Als nächstes komme ich zu einem Produkt, was wahrscheinlich dann tatsächlich zu meiner Mama wandern wird oder zu einer meiner anderen Mütter. Ich habe da ja ziemlich viele von. Ich habe eine Mama, eine Stiefmama, eine Schwiegermama in Spee, eine Stiefschwiegermama in Spee. Ich habe eine Omama und ich habe eine Schwiegeromama in Spee. Ja, ne? Also ganz viele Omas. Mamas. Läuft. Okay. Aktivschutzcreme stärkt die Feuchtigkeitsbalance, wirkt umweltbedingte Hautalterung entgegen mit probiotischem Pflegekomplex. Und das ist dieses Produkt. Das ist dann zum Vorbeugen. So steht es hier hinten drauf. Du hast die Möglichkeit, bei Sebamed entweder vorzubeugen, vitalisieren oder zu regenerieren. Finde ich interessant. Hier sind 50 ml drin. Das ist so ein ganz klassisches Tiegelgrößenkram. Ja, sowas hatte ich auch schon mal in der Hand von Sebamed, ne? Sieht echt schön aus. Ich mag die Form, das ist so oval gestaltet und es ist halt eine medizinische Hautpflege, die sogar hautneutral ist, genau, pH 5,5, und damit ist es dann halt auch für sensible Haut geeignet, sprich zum Beispiel auch für meine Haut oder für die Neurodermitis geplagte Haut von meiner Mom oder. Und deswegen finde ich das ganz cool, dass solche Marken auch immer wieder in der Barbara-Box vertreten sind, ne? Weil das halt einfach eine gute Pflegegeschichte ist. Genau. So, das nächste, was ich jetzt hier rausziehe, ist ein Tee. Und das ist halt dieses klassische Food-Produkt, aber etwas, was man halt jetzt gerade sehr gut gebrauchen kann. Ich gebe mir hier zu Hause immer gerne einen Tee auf, also dass ich mir eine Kanne aufgieße und den dann über den Abend verteilt trinke. Das ist von Loran Tee, ein Ingwer-Black-Tee. Der sieht super interessant aus. Ingwer-Tee finde ich immer etwas schwierig, aber er ist super hilfreich. Also wenn man so Halsschmerzen oder Erkältungssymptome hat, dann wirkt Ingwer-Tee einfach so, so viel besser als so viele andere Tees, die es so gibt. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel hier so drin ist. Ich habe auch mittlerweile so ein Tee-Ei, ich habe ein Tee-Reinhängevieh, habe ich auch in der Box mal drin gehabt. Also ich denke, dass es dann in dem Häppchen auch drin stehen wird, wie viel hier enthalten ist, weil hier auf der Verpackung drauf steht es jetzt nicht. Ich rieche jetzt so auch nichts durch. Und schwarzer Tee ist ja eigentlich auch so ein bisschen belebend, ne? Und dann hast du so ein bisschen was Scharfes, was Belebendes mit dabei. Und ich glaube, das ist jetzt gerade auch sehr, sehr gut, wenn du auch diese innere Wärme bekommst. Durch Nahrungsmittel und nicht nur durch das Produkt an sich. Durch Ingwer, ne? Da machst du ja auch. Egal. Als nächstes habe ich hier ein Produkt drin, was ich super witzig finde. Vielleicht haben wir, ja, wir haben sogar Shampoo und Conditioner dazu. Das finde ich toll. Hatte ich schon mal letztes Jahr in einem Haar-Adventskalender drin gehabt. Und jetzt habe ich es nochmal in Full Size hier. 355 ml sind das jeweils. Mane, Tail and Body. Oder Moisturizer, Texturizer. Einmal Shampoo und einmal Conditioner. Das ist mega cool. Dieses Produkt riecht jetzt nicht so mega umwerfend und es mag zuallererst von der Verpackung her etwas verstörend auf einen wirken, weil das ein Produkt ist, was ursprünglich für Pferde verwendet wurde. Dann hat sich aber wahrscheinlich irgendwann ein intelligenter Reiter überlegt, sich dann mit dem Pferd unter die Dusche zu stellen und sich dann auch damit mal einzuseifen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall werden diese Produkte mittlerweile halt hauptsächlich für die Haarpflege von Menschen verwendet. Macht auch wirklich schöne Haare. Also, ne, meine Mähne wird dadurch auch richtig schön gepflegt und das gefällt mir. Das sind schon interessante Geschichten. Also vom Duft her, wie gesagt, ne, ich hatte das in der Kleingröße. Ich habe dann in der Kleingröße darüber hinweggesehen, weil ich einfach die Pflegewirkung so interessant fand.
Es riecht ja halt wie ein Pferdeshampoo, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe auch damals geritten, also dementsprechend, ja, kennt man das. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass jemand das riecht und sich denkt, oh mein Gott, was hat die denn da drauf? Ne? Das ist schon wie ein Shampoo, aber jetzt nicht irgendwie mega parfümiert. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt mit irgendwelchen Parfümstoffen ist, weil wenn man das jetzt ja auch für Pferde verwendet, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Geschichte und, ach so, guck mal, hier steht es auch hinten nochmal drauf auf Deutsch. Diese weltweit beliebte Originalformel, die sowohl für Pferde als auch für Menschen geeignet ist, zeichnet sich durch reichhaltigen Schaum, Feuchtigkeitsspender, und Emollizien aus. Unsere mikroanreichende Proteinformel reinigt und pflegt mit tiefen Wirkungen bis auf die Haut und das Haar wird weich und glänzend. Genau. Ja. Ne? Shampoo und Spülung. Und ich feiere das immer, dass man das halt wirklich so in Kombi dann zusammenbekommt. Und das ist natürlich beides eine Oschi-Größe, ne? Also, das finde ich krass und das finde ich echt gut. Weil das halt auch echt nice Produkte sind. Okay, also bislang die Box, die kann was, ne? Wir haben hier was von Yves Rocher. Ich blende euch hier oben mal mein Yves Rocher Adventskalender-Unboxing ein. Pur Bleu, das ist ein Express-Augen-Make-up-Entferner mit 100 Millilitern. Das ist so ein Zwei-Phasen-Ding und damit sollst du dann dein Augen-Make-up effektiv runterbekommen. Das finde ich auch ganz praktisch, ne? Denn man schminkt sich immer. Also das kannst du im Prinzip in fast jede Box reinpacken, weil es halt immer passt. Und das ist mit Bio-Kornblume. Da könnte vielleicht die Kornblume so ein bisschen dieses Anreiz gedöns sein für herbstlich, weil kommen Kornblumen nicht so im Herbst, ne, dass sie dann wachsen? Ich glaube schon. Ja, aber finde ich nett. Das mag ich. Ne, brauche ich. Also schminke mich ja gelegentlich mal. Dann haben wir hier etwas drin, das finde ich auch sehr praktisch. Salmix Halspastillen. Ich glaube, die habe ich sogar schon mal aufgebraucht. Das ist für die Stimme wohltuend bei trockenem, gereiztem Hals und Rachen. Kann ich aktuell sehr gut gebrauchen, denn ich habe ein bisschen Halsweh. Mit Süßholz und Menthol aus japanischer Pfefferminze. Das ist gluten- und laktosefrei. Und hier sind 24 Stück drin. Jo, ne, werde ich mit zur Arbeit nehmen. Dann kann man sich das gegebenenfalls mal zwischendurch geben. Aktuell habe ich da etwas, ich glaube, von M. Eukal stehen. Mit, ach Sammy, mit Ingwer und mit Honig ist das, glaube ich. Sehr, sehr cool. Also, ne, wirklich sehr, sehr cool. Und danach wird das hier auf jeden Fall aufgemacht werden. Weil ich auf der Arbeit halt auch viel rede, ich telefoniere viel, ich spreche mit meinen Kollegen, ne. Da brauche ich dann auch alles tutti. So, hier haben wir jetzt etwas drin. Ich weiß nicht, das haben wir jetzt ein paar Mal oft, sehr oft jetzt drin gehabt. Und ich finde auch nicht unbedingt, dass es zu einer Herbstbox passt. Und zwar von Compeed. Fersenpflastern mit Escarpin, sagt mir jetzt so nichts, aber das sind 5 Stück in diesem Ding drin. Also das sind jetzt nicht unbedingt meine präferierten Schuhe zur Herbstzeit, um ehrlich zu sein. Da bin ich eher so ein Fan von Stiefeln, ne? Also das ist mehr so meins. Schützt vor Scheuern, okay, das könnte man vielleicht so denken. Man holt sich halt neue Schuhe und gerade so Richtung Herbst hat man dann vielleicht eher so Lederschuhe oder, ja schon, ne? Schuhe, die vielleicht scheuern könnten. Deswegen macht das vielleicht ganz gut Sinn, aber ich weiß gar nicht, ich klopfe auf Holz, wann ich zuletzt Blasen an meinen Fersen hatte oder allgemein an meinen Füßen, ist schon ewig her. Also von daher denke ich, dass ich da jemand anderen mit glücklich machen werde, aber ich persönlich brauche es jetzt so nicht. Dann haben wir hier etwas und das fand ich richtig, richtig cool, als ich das eben so beim ersten Blick in die Box gesehen habe. Das ist von Juniper Lane, das Amber Mood Shampoo. Ach, Shampoo vor allem. Parfum. Und ich habe davon schon die Duftrichtung Moon und Blumen oder sowas, keine Ahnung, das rosane und das mentholfarbene ungefähr in dieser Farbe von meinem Oberteil. Ja, und das hier ist jetzt Amber Mood. Das wird dann wahrscheinlich etwas schwerer sein, etwas herbstlicher. Und da ich die anderen beiden schon da habe, ich bin gerade hart am Überlegen, ob ich das aufbewahre für euren Parfüm-Adventskalender. Nee, ich möchte da jetzt schon dran riechen. Das bekommst du auch so tatsächlich in der Drogerie, das kann man da auch kaufen. Und das heißt, wenn dir der Duft ultramäßig gefällt, dann kann man das sogar nachkaufen. Das ist ein sehr schlichter, aber sehr, sehr schöner Flakon, der sich toll verstauen lässt. Ne? Also die anderen beiden haben sich auch schön verstauen lassen in meiner allgemeinen Parfumsammlung. Und ich glaube, wenn man einfach mal Bock hat, ein bisschen holziger zu riechen, ein bisschen mehr nach Sandelholz, ist das eine gute Geschichte. Ah, da ist auch Vanille mit drin, oder? Ja, Amber, Vanille und Sandelholz soll das sein. Und jetzt riechen wir da mal dran. Na.
Wäre natürlich auch optimal gewesen, das jetzt in den Parfüm-Adventskalender reinzumachen, aber ich habe ja schon einige da, also von daher, der wird schon ganz gut gefüllt sein. Boah, ich glaube, der muss ich erstmal entfalten, weil so riecht der noch relativ sehr intensiv nach diesem Sandelholz und Amber. Die Vanille kommt nur ganz dezent durch und das riecht auch ein bisschen zitronig. Zitrisch, sagt man dazu, ne? Ja, aber es passt schon zum Herbst, muss ich gestehen. Kann auf jeden Fall was werden. Also ich muss es noch auf der Haut testen und schauen, wie das dann so sich über den Tag verhält. Aber die von, wie heißen die? Juniper Lane, genau. Die Parfums, die mag ich eigentlich wohl ganz gerne. Deswegen stellen wir das mal hier hinten hin. Finde ich es ganz cool, dass es mit drin ist. Okay, jetzt habe ich glaube ich schon das letzte Produkt drin. Ja, und zwar Schnickschnack. Das ist so ein Täschchen. Aha, holen wir mal aus seiner Verpackung raus. Ja, du hast halt auch Lifestyle-Produkte mit dabei. Und sowas ist ja definitiv ein Lifestyle-Produkt, ne? So eine kleine Tasche. Ach, kann man das vielleicht sogar als Klatsch bezeichnen? Von der Größe her wird es auf jeden Fall passen. Ich bin jetzt nicht so der Klatschträger, um ehrlich zu sein, weil ich bin ein praktischer Mensch, ne? Ich brauche entweder sowas mit einem Henkel zum Umhängen oder halt einen Rucksack oder sowas. Das mag ich ganz gerne. Die ist schön. Kannst du auch schön als Kosmetiktasche verwenden. Aber für mich persönlich, also passt auch farblich zum Herbst, aber für mich persönlich ist es, ja, mir fehlt da einfach der Henkel. Ja, da sind jetzt auch keine Viecher dran, dass man da Henkel dran machen könnte. Sieht auch von innen aus halt wie so eine Klatsch, ne? Ist auch ganz süß, wenn da so Schnickschnack draufsteht. Hier unten kann man den Boden halt richtig rausmachen. Es fühlt sich halt auch recht schön an. Aber ist jetzt nicht so mein präferiertes Teil aus der Box, um ehrlich zu sein. Ja, deswegen. Aber ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich einmal der komplette Inhalt von der Barbara Box Oktober, November 2020. Und ich muss sagen, dass ich mich jetzt auch wirklich herbstlich gut aufgehoben fühle. Wir haben hier wirklich schöne Produkte drin. Wir haben hier auch richtig, richtig tolle Produkte drin. Also das Shampoo, die Spülung, das Parfum finde ich ultra cool. Das Einzige, wo man sagen könnte, ah, das hat mir ein bisschen gefehlt, wäre dekorative Kosmetik gewesen. Aber ich finde, dass man Parfum auch zu dekorativer Kosmetik mitzählen kann. Deswegen haben wir hier dekorative Kosmetik drin. Haben wir uns selber so ein bisschen ausgetrickst hier. Aber es war eine coole Box. Doch, hat mir gut gefallen. Und für 25 bzw. 30 Euro pro Box ist es auch echt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe euch das eben auch eingeblendet, was wir hier für einen Produktwert haben. Der ist immer relativ hoch, ne? Also deswegen, man kann sich nicht beschweren. Und es sind vor allem Produkte, die jetzt nicht irgendwie so Schnickschnack sind, was hier so draufsteht, ne? Sondern es sind Produkte, die im bezahlbaren Rahmen liegen, die man sich, wenn sie einem gefallen, auch wirklich nachkaufen kann und die jetzt nicht so super weit weg und unerschwinglich sind. Und das finde ich eigentlich ganz gut an der Barbara Box. Ja, ihr Lieben, das war jetzt mein Unboxing, inklusive Feedback und inklusive Wiederfinden meiner Sprache. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist. Sprache ist wieder weg. Mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!